Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Hausflipper, dem Heim- und Handwerker-Simulator und neuerdings auch, ja, Gartenflipper genannt. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir hier mal schon ein bisschen aufgeräumt, haben auch hier schon den Flur so ein bisschen angestrichen. Das Haus wird wahrscheinlich von der Frau Dehnerlein direkt verkauft werden. Haben auch hier schon, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt hier da so ein Schlafzimmer wird oder ein Ruheraum mit Bücherei und so weiter. Das haben wir auch schon soweit fertig gemacht. Dann sind wir hier weitergegangen, haben hier den ja, Arbeitsbereich, ne? Diese usselige Couch, die will ich nie im Leben anpacken. Das müffelt hier aber ganz schön. Boah, ich werde erstmal hier Fenster aufmachen. Einmal durchlüften hier. Ich glaube, das mache ich drüben auch mal. Erstmal hier Frischluft rein, ne? Das hat ja gemüffelt hier und das Bad sah ja aus. Da haben wir auch in der letzten Folge angefangen. Wir sehen nochmal hier so, ja, die Küche ist auch ein bisschen verlebt. Ne? Hier müssen wir noch Fenster reinigen. Da lüften wir das später noch einmal durch. Und haben jetzt hier auf jeden Fall auch noch ein bisschen was zu tun. Ne? Hier so wohnzimmermäßig. Ja, so. Das Bad haben wir soweit schon renoviert. Es fehlt noch ein bisschen was. Wir müssen noch ein bisschen was montieren hier. Und ja, dann können wir das Ganze auch abschließen. Wir brauchen erstmal eine Heizung. Ne? Wir können wieder hier auf Tab gehen. Gehen dann auf Aufgaben. Und da müssen wir Geräte montieren. Also da würde ich mir noch wünschen, dass die Geräte dann hier auch auftauchen. Aber okay, wir wissen ja, wo die Geräte zu finden sind. Wir brauchen einmal eine Heizung. So. Gucken wir hier. Die packen wir mal direkt hier unter das Fenster. Zack. Dann schrauben wir das Ganze hier mal zu. Und werden das hier soweit auch nochmal fertig machen. So, Fenster reinigen müssen wir gleich auch noch. Dann müssen wir hier noch eine Waschmaschine montieren. Wir drehen das Ganze mal auf. Und eine Toilette. Toilette vor allem. Man kennt sie, ne? Ich hätte gerne eine Toilette. So, schauen wir mal kurz rein hier. Wo waren das Ganze hier? Anschlüsse. Wir brauchen erstmal eine Waschmaschine. Wo war die denn nochmal? Ich glaube, die war unter Badezimmer, ne? Da ist sie schon, ne? Die gute alte Miele. So, die montieren wir mal jetzt hier. Erstmal wieder hier die ganzen Transportsicherungen raus, ne? Und kleiner Tipp, ne? Wenn ihr auch mal umzieht oder euch eine neue Waschmaschine kauft, bevor ihr einschaltet, Transportsicherung entfernen. Das sind diese guten Dinger hier. Packt die in die Tüte, beschriftet die, packt die da gut hin, wo ihr wiederfindet. Denn für den Transport ist es echt wichtig, dass diese dann auch dran gemacht werden, weil ansonsten wird die Trommel zerstört oder die Waschmaschine geht kaputt. Ne? Das, lasst euch das nochmal hier von dem lieben Handwerkermeister nochmal so mitteilen. So. Waschmaschine steht hier. Und dann würde ich sagen, Abfluss noch dran. Und dann haben wir die Waschmaschine da auch platziert. Ist ein bisschen eng hier. Ne? Das heißt, ja, man kann direkt hier, ne, vom Toilettengang in die... Ja, ihr wisst, was ich meine. So, egal. So, ich würde sagen, wir gehen mal wieder ins Badezimmer. Bauen da nochmal so ein kompaktes Standard-WC rein. Ach, guck mal, ist was Neues dazugekommen. Das ist ja cool. Da ist wieder was Neues zu machen. Das ist neu. Oder? Nee, doch nicht. Ich dachte, wir müssen das nur anschließen. Ey, das wäre toll gewesen. Vielleicht kommt das ja noch durch ein Update. So, diesen Raum haben wir jetzt auch soweit versorgt. Da sind wir fertig mit. Dann machen wir auch hier die Tür zu. Jetzt haben wir noch zwei Räume zum Renovieren. Ne? Also Möbel sind hier nicht gewünscht, wie ihr seht. Das wird direkt wohl weiterverkauft. Das hatte ja die Frau, die gute Hanne, ne? Hatte das ja auch gesagt. Hier müssen wir noch ein paar Geräte montieren. Und zwar müssen wir nämlich, glaube ich, hier irgendwie... Da oben, guck mal. Da ist nämlich die Lampe kaputt. Alte Lampe raus, neue Lampe rein. Das ist auch mit den Updates mit dazu gekommen. Hier müssen wir erstmal streichen. Und hier brauchen wir die Farbe Kaffee mit Milch. Ne? Wir hatten uns letzte Mal unterhalten über Terrakotta. Das ist hier so eine Farbe, bloß ein bisschen heller halt. Ne? Also ich würde sagen, wir kaufen mal zwei. Beim letzten Mal habe ich halt nicht so viel gebraucht, aber besser haben statt brauchen ist immer meine Devise. So, wir werden das Ganze jetzt einmal hier streichen. Das geht schon recht fix. Haben auch in der letzten Folge hier, wir können uns die Perks nochmal angucken. Ne, also hier aufräumen, haben wir alles schon freigeschaltet. Malern sind wir auch überall dabei. Handwerk haben wir alles freigeschaltet. Ne, oh, Zerstörung, wo müssen wir noch? Wir müssen noch mehr kaputt machen, Leute. Da werden wir nochmal hier, hör mal, wieder Hämmer machen. Ansonsten haben wir hier noch Bauen. Ne, Freimaurer, da können wir auch noch was freischalten.
Verhandlungen sind wir auch komplett und auch hier beim Mann mit dem grünen Daumen. Das passt auf jeden Fall auch soweit. Also die Sachen könnt ihr nach und nach freischalten, wenn ihr viele Aufträge erfüllt oder auch dann das ein oder andere Haus renoviert. Ja. So, das Katzen im Hals ist jetzt weg. Und mal schauen, wie lange das so der Fall ist. Ja. Streichen wir das hier hinter der Couch auch nochmal. Sehr gut. Hätte doch wieder ein Potteimer gereicht. Ein Potteimer. Genau. Ein Pottfarbe natürlich. Zack. 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 So. Dann machen wir das hier auch nochmal fertig. Schön die Innenseiten hier von dem... von den Fenstern. Ich mache die eigentlich immer sehr gerne weiß, ne? Ist euch bestimmt auch schon aufgefallen in den Folgen, die ihr gesehen habt. So. Mit meinen dreckigen Füßen mal runter hier von der Couch. Ja, hier haben wir noch ein weiteres Fenster. Dann müssen wir auch gleich noch das Fenster putzen. Ja, das geht schon recht fix hier, ne? Mit dem Malen. So. Dann machen wir das hier oben auch wieder fertig. Ja, müssen wir nochmal eintunken hier. Ja, ich glaube, da reicht doch kein Pott Farbe. Dann die Seiten wieder hier. Und dann haben wir das dann auch bald geschafft. So. Ja, das Haus beinahe renoviert komplett. Und da kann die gute Frau das dann auch verkaufen. Gewinnbringend. Ich werde aber die Möbel hier noch rausschmeißen, weil die sind nicht wirklich schön. Schön ist anders, möchte ich sagen. So. Ach, guck mal, ist leer. Gut, dass wir noch einen zweiten genommen haben. So, mal voll hier. Ist zwar nicht viel mehr Farbe, die wir brauchen, aber... guck mal, sieht gleich schon viel wohnlicher aus hier, ne? So, dann können wir das wieder verkaufen. Blub. Und weg. Guck mal kurz den Garten. Müssen wir auch irgendwas machen? Nee, Garten. Garten komischerweise nicht. Wir können zwar hier Unkraut aufsammeln, sondern nur Nettigkeit. Dafür bekommen wir, glaube ich, kein Geld, ne? Nee. Kein Geld dafür, ist auch nicht Aufgabe. 14.000 Euro haben wir schon hier mit umgesetzt mit dem Auftrag. Das sieht schon mal recht gut aus. Da werden wir jetzt hier noch eine Heizung montieren. Ja. Wo haben wir die? Das war wieder bei Anschlüsse, ne? Genau. Machen wir hier mal eine große Heizung. Ja. Soll ja schön warm werden hier, ne? Dann montieren wir das Ganze wieder hier. Zack. Oh. Huch. Da müssen wir noch einmal kurz wischen gleich. Das ist ein bisschen nass geworden da. So, hier ein bisschen feucht hier. Nehmen wir mal den Wischmopp hier. So, machen wir es einmal sauber. Und dann haben wir das auch soweit fertig. Ja, den Raum haben wir dann auch mal soweit geschafft. Passt schon mal ganz gut. Lichter, mal kurz testen hier, wie wieder alle funktionieren. Ja, beide Lampen leuchten, die an den Wänden auch. So, dann haben wir das soweit schon mal fertig. Und dann haben wir noch einen Raum, und zwar die gute Küche. So, hier müssen wir auch wieder irgendwas reparieren. Warte mal, hier ist der Tisch. Pack mal die Stühle mal kurz weg. Ja. Ich glaub, da ist nämlich noch eine Steckdose, versteckt sich dahinter, ne? Oder? Jo, guck mal. Hier haben wir noch eine oxidierte oder kaputte Steckdose. Die schrauben wir auch mal ab hier. So, das sieht schon richtig ekelhaft aus. So, da müssen wir wieder hier Plus, Minus und die Erdung auch noch dran packen. So, neue Steckdose. Was ich mir zum Beispiel noch wünschen würde, ist, dass man dann den Strom hier wegnehmen muss, ne? Zum Beispiel durch einen Schaltkasten oder so. Ich glaube, in irgendeinem Auftrag war das, aber ich bin mir da immer nicht sicher. So, jetzt müssen wir ein bisschen streichen. Wir stellen mal kurz hier... da können wir auch gleich hinstellen, ne? Welche Farbe? In weiß. Ja, die Küche in weiß, ne? Super. Aufgaben. Nehmen wir mal weiß. Kaufen wir mal zwei Pötte wieder. Und werden jetzt ein bisschen malern hier. So, fangen wir mal hier an. Und ein bisschen Farbe sieht das Ganze auf jeden Fall schon mal
richtig, richtig gut aus. So, die Fensterbänke noch. Auch, wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich habe drüben vergessen, die Fenster zu putzen. Ist euch bestimmt aufgefallen. Das müssen wir da auch nochmal machen. Ja. Einmal eintunken hier. Ja. Muss man manchmal echt genau zielen hier. Könnt ihr einfach die linke Maustaste gedrückt halten. Guck mal, sieht schon der Vergleich vorher, nachher, ne? Ein riesen Unterschied hier. Ja. Tunken wir da auch nochmal ein. Jetzt können wir einmal hier die Tische und Stühle wieder hier in die Ecke stellen. Ja, ein bisschen weiter weg. Nicht, dass das Gemalte wieder kaputt geht. Geht natürlich nicht, aber in der Realität würden wir es so machen. Da muss noch eine Heizung hin. Die platzieren wir auch noch. Wupp. Die Stühle würde ich auch wegschmeißen. Ey, die will doch keiner mehr haben hier. So usselige, alte, kaputte, abgesessene Stühle. Farbe brauchen wir noch. Eintunken hier. Reicht dann wohl doch wieder die ganze, ne? Ich kann es immer schwer einschätzen mit der Farbe hier. Manchmal braucht man mehr, manchmal braucht man weniger. Das ist irgendwie immer komisch manchmal. Ich weiß noch, wie lange wir am Anfang gebraucht haben hier, um die einzelnen Dinge mal zu streichen. Nochmal fertig. Ja, dann haben wir es gleich geschafft, ne? Dass wir den Auftrag dann auch abgeschlossen haben. Werden mal schauen, was wir dann nochmal als nächstes machen. Vielleicht nehmen wir uns auch mal wieder ein Haus. Das wäre vielleicht auch mal wieder ein bisschen was. Guck mal, da reicht schon wieder nicht. Müssen mal gucken, ne? So, das haben wir soweit auch fertig hier. Da können wir das schon mal verkaufen. Da kommen wir 8,25 Euro für. Sieht doch schon mal sehr gut aus. Wir müssen jetzt noch die Heizung montieren wieder. So, gucken wir mal hier. Anschlüsse, da machen wir mal eine kleine Heizung hin. Weil es ansonsten mit dem Tisch hier nicht hinhaut. So, können wir die auch ein bisschen... So. Machen wir so hier. So, die montieren wir jetzt. Da muss man immer genau zielen. Das auch in der richtigen Reihenfolge machen, da man nämlich ansonsten was kaputt macht. So, jetzt reinigen wir wieder die Fenster hier. Da sind wir wieder mit dem Fensterputzgerät hier. Mit diesem Dampfreiniger oder was das ist hier. Echt cooles Teil. Ich habe zu Hause auch so ein Ding. Muss man echt wieder, wenn es draußen trocken ist und die Sonne scheint, mal wieder die Fenster putzen. Und danach regnet es dann immer, ne? Man kennt es ja. So, die Fenster müssen wir auch nochmal fertig machen hier. Ja, und dann ist das Haus fast ready. Wir müssen drüben auch nochmal die Fenster machen. Lassen wir hier nochmal durchlüften. Zack. So, dann haben wir das hier auch soweit fertig. Ne? Alles soweit renoviert. Machen wir hier nochmal einen Screen. Fürs LP, da gibt es auch eine Tastenkombination. Hatte ich mir auch schon mal geschrieben. Aber ich mache das immer so. So, hier müssen wir auch nochmal Fenster putzen. Machen wir das hier auch nochmal. Ja. So. Und da auch nochmal. Und dann das Fenster auch nochmal. Dann lüften wir gleich noch einmal durch. Ich finde es schade, dass bei den Aufträgen keine Kombination mit dabei ist. Haus und Garten zum Beispiel. Das wäre zum Beispiel auch schön. Lass mich auch nochmal durchlüften hier. So, dann sind wir soweit fertig hier. Dann haben wir den Auftrag soweit abgeschlossen, würde ich sagen. Wir gucken nochmal, ob wir irgendwo was vergessen haben. Irgendwo muss aber was vergessen sein, weil wir haben nämlich keine 100%. Geh mal hier rein. Hier ist fertig. Okay. So, Flur.
Flur ist auch fertig. Haben wir hier noch irgendwas vergessen? Weil die Fortschrittsanzeige sind meiner Meinung nach keine 100%, ne? Irgendwo habe ich was vergessen. Irgendwas fehlt hier noch. Montiere Geräte. Was müssen wir denn hier montieren? Hä? Ach, Lampen müssen wir austauschen. Guck mal. Beinahe vergessen hier. So, da oben. Da, montiere. Auch neue Lampen hier. Da auch nochmal. Ach, Mensch. Und da haben wir auch noch eine. So. Und jetzt haben wir, glaube ich, 100%, oder? So, Licht funktioniert. Ja, mal getestet. Haben wir irgendwo noch was vergessen? Wir schauen nochmal kurz. Hier ist soweit auch alles fertig. Gucken wir mal in die Aufgaben am besten. Das Aufgabenblatt. Fertig. 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 Ist auch fertig. Ach, Badezimmer, Fenster. Ach, hoch. Ja, das Fenster müssen wir noch reinigen im Bad. Und dann haben wir den Auftrag zu 100% abgeschlossen. Da können wir hier nämlich auch nochmal durchlüften. So. Ja, es geht recht fix von der Hand. Einfach linke Maustaste gedrückt halten oder so leicht kreisende Bewegung. Wir sind fertig. Können den Auftrag abfüllen. 17.545,50 € haben wir gewonnen hier. Erarbeitet uns. So, und dann wollen wir mal gucken. Beziehungsweise könnt ihr mal entscheiden, was wir als nächstes machen sollen, ob wir noch einen Auftrag machen sollen. Oder ob wir uns mal wieder ein Haus kaufen. Ne? Ob wir uns ein schickes Haus kaufen. Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Darüber würde ich mich auf jeden Fall freuen. Geld haben wir auf jeden Fall genug. Ne? Geld spielt keine Rolex. Da können wir auf jeden Fall loslegen. 576.000 Euro haben wir auf dem Konto. Und ja, es gibt so einige schöne Häuser, die wir hier noch kaufen können. Wir gehen mal kurz in mein Büro hier. Zack. Browser zum Verkauf. Ne? Einige schicke Häuser hier, die wir machen können. Mal gucken. Ich suche mir da ein schickes raus. Ihr könnt es ja mal reinschreiben. Entweder hier ganz normal ein Haus kaufen oder noch eine der Aufträge hier, zum Beispiel von Eric Sobel. Ne? Eine Weihnachtsbestellung können wir auch noch machen. Ja, passt jetzt nicht mehr so ganz, aber ich denke, da werdet ihr auf jeden Fall noch was an Kommentaren reinschreiben. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, mache mir jetzt was zu essen und ja, sag mal, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.